Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen den SC Düsseldorf West begrüßen. 1453 Besucher sahen den 3:0 Heimsieg unseres KFC heute in der Grotenburg. Zunächst habe ich ja noch die Ergebnisse von den anderen Plätzen der Oberliga Niederrhein. 16. Spieltag. Felbert unterliegt Schonnebeck 0:1. Kronenberg unterliegt dem VfL Fischeln 2:5. Ratingen schlägt Hilden 1:0. Hönnöppel Niedermörnter unterliegt Bocholt mit 1:3. Der SC Kapellen Erft und Schwarz-Weiß-Essen trennen sich 2:2. Tour Düsseldorf gewinnt gegen den TSV Meerbusch 1:0. Homberg und Hiesfeld trennen sich 1:1. Und ebenfalls unentschieden, nämlich 2:2, endet die Partie Krai gegen Baumberg. Bei mir die Trainer der beiden Mannschaften, die heute in der Grotenburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner linken Gästetrainer Markus John und zu meiner rechten KFC-Trainer André Pawlak. Herr John, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an KFC Uerdingen, die das Spiel hier in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht schon dominiert haben. Wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen. Haben uns eigentlich vorgenommen, auch vorne drauf zu gehen. Das 1:0 hat uns natürlich nicht unbedingt in die Karten gespielt. Danach haben wir uns, glaube ich, richtig gut verhalten hier und hatten den KFC zumindest am Rande eines Unentschiedens, in der ersten Halbzeit eines Unentschiedens, und waren auch näher am Tor dran als KFC Uerdingen aus meiner Sicht. Und in der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, geht der Sieg zwar verdient an Uerdingen, allerdings, was mich echt nervt, sind dann so 50-50 Entscheidungen, die gegen uns gefiffen werden. Und aus meiner Sicht, was noch schlimmer ist, ist mittlerweile die Arroganz der Schiedsrichter, das ist echt kaum noch zu überbieten, mit dem man hier überhaupt nicht reden kann. Und von daher sind wir mit dem Elfmeter auf die Verliererstraße gekommen. Und ich bin der Meinung, dass wir in der ersten Halbzeit auch eine ähnliche Situation hatten. Und danach ist es natürlich völlig verdient. Können wir vielleicht sogar noch das ein oder andere Gegentor mehr reinbekommen, weil auf der einen Seite natürlich der Wille nicht mehr so da ist, auf der anderen Seite Uerdingen auch deren stark gespielt hat. Von daher geht der Sieg dann auch so in Ordnung. Ich wünsche dem KFC alles Gute und vor allen Dingen dem Danny Ranke, dass er sich nicht so stark verletzt hat, und wünsche allen noch einen guten Advent. Vielen Dank, Markus John. Dann habe ich jetzt KFC-Trainer André Pawlak um seinen Kommentar bitten. Danke Markus. Ich habe es ein bisschen anders gesehen. Ich denke, bis auf die Phase nach der Verletzung von Danny Ranke, da hatten wir so 10, 15 Minuten, da muss ich sagen, da hatte Düsseldorf tatsächlich die eine oder andere Möglichkeit, ein Tor zu erzielen, aber ich glaube, wir haben insgesamt heute über fast 90 Minuten eine sehr, sehr starke Partie, eine sehr konzentrierte Partie gespielt. Wir haben uns immer wieder Torchancen herausgespielt, allein in der ersten Halbzeit noch, ich denke, die Chance von Goris, wo der Torwart ausspielt, auf der Linie geklärt wird, der Pfostenschuss von Talarski noch. Ich denke, auch allein in der ersten Viertelstunde haben wir einige Möglichkeiten, schon in der ersten Minute Ranke nach der Reingabe von rechts, also das alles aufzuzählen, macht jetzt keinen Sinn, aber ich glaube, dass wir sicherlich am Ende des Tages vielleicht noch zwei, drei Toretten mehr machen können, vielleicht auch müssen, aber das ist ja immer so eine Sache mit dem Müssen, wenn alles reingeht, dann gehen die Spiele immer 8-3 aus nachher. Aber ich kann der Mannschaft nur Kompliment machen, das war, wie gesagt, kein leichtes Spiel für uns, weil erstmal war die Pause da, wir wussten nicht genau, wie kommen wir raus aus der Pause. Düsseldorf hatte das Pokalspiel am letzten Wochenende, blieb also im Rhythmus, und es ist auch eine gute Mannschaft, die bei Kontern sehr gefährlich ist, und darauf waren wir aber gut vorbereitet. Wir haben hoch angelaufen heute, das war unser Ziel auch, dass wir alles zustellen vorne, dass wir frühe Ballgewinne haben. Ich denke, das haben wir 20 Minuten hervorragend gemacht und hätten da vielleicht schon in den ersten 20 Minuten das ein oder andere mehr machen können. Und ja, so lässt du den Gegner natürlich immer am Leben irgendwo und muss natürlich gucken, dass keiner durchrutscht, aber zweite Halbzeit fand ich noch stärker auch als die erste. Sehr, sehr konzentriert, unheimlich viel Tempo in den Aktionen nach vorne, unheimlich viele Torchancen, allein noch zweimal Latte in der zweiten Halbzeit. Ja, Goris war noch zweimal durch, also das hat die Mannschaft toll gespielt, in der zweiten Halbzeit gar nicht zugelassen und von daher sicherlich auch hochverdient gewonnen. Und jetzt war ich eigentlich froh, dass ich alle wieder an Bord habe, endlich. Jetzt fällt der nächste Spiel aus, ich hoffe auch, dass Danny sich nicht so schwer verletzt hat für die Presse. Das sieht nach einem Innenband anderes, vielleicht auch ein Innenbandriss aus dem Knie, also das würde bedeuten, dass die Pause, das natürlich eine Winterpause ist. Es sind nur noch zwei Wochen eigentlich oder drei Spiele. Ich denke, das wird eng, aber wir hoffen alle, dass der Danny sich da nicht schwerer verletzt hat, weil er natürlich einen riesen Lauf hat im Moment. Und
Aber gut, jetzt ist Philipp Goris auch wieder da, der ist seit 2 Wochen im Training und Charles Tucky ist wieder da. Also von daher, jetzt zu jammern wäre natürlich die falsche Stelle, ist auch kein Grund dazu. Also wir haben das über die ganze Saison gehabt, dass wir immer wieder einen Ausfall hatten und immer wieder Leute ersetzen mussten. Das hat die Mannschaft hervorragend kompensiert. Großes Kompliment an das gesamte Team, das wirklich hier hervorragende Arbeit leistet. Und von daher sind wir sehr zufrieden, wünschen allen einen schönen Advent noch, einen Restsonntag und dann guten Start in die Woche. Dankeschön. Vielen Dank, André Pawlak, wie immer hier fast mit den Schlussworten. Gibt es trotzdem noch Fragen der Presse? Bitte schön, da hinten haben wir eine Frage. Was sagt der Trainer Herr John dazu, wenn die kurz in der Mittellinie einer seiner Spieler, so ein Spieler wie den Rackel umtritt und verletzt? Es geht nochmal um die Szene, die zur Verletzung von Danny Rankl geführt hat, weil es kurz an der Mittellinie war, dementsprechend in einem Bereich, der ja eher nicht gefährlich war für ein Gegentor oder was auch immer. Was Herr Jonas so sagt. Generell bin ich nie gegen oder für eine Verletzung. Ich war selber aber auch sehr schwer häufig verletzt und aus meiner Sicht war das trotzdem noch ein Kampf um den Ball und ich weiß nicht, ob er getroffen wurde oder ob er schlecht umgeschlagen ist. Auf jeden Fall, ja, wir können es nicht mehr gerade liegen und wie gesagt, ich wünsche Danny alles Gute. Gibt es noch weitere Fragen? Dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, unseren Gästen aus Düsseldorf. Alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Würde mich freuen, Sie alle hier wieder begrüßen zu dürfen. 17.12. samstagsabends, 18 Uhr, kurz vor dem 4. Advent gegen Schwarz-Weiß Essen. Bis dahin noch einen schönen ersten Adventssonntag. Tschüss und ciao, sagt Ihr und Euer KFC Jüdingen.